Nein, das mache ich gar nicht. Das hat was. Hier? Ja, natürlich, ich mache dir Kaffee. Oh, das ist sehr anstrengend. Weißt du, was ich heute mache? Was denn? Ah! Freut sich aber einer. Ja, willkommen bei der Kraftzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit mir schon zu. Ja, bitte. Heute geht es um den Audi wieder. Was machen wir heute? Wir bauen heute irgendwas um. Da freue ich mich. Bleib mal nach links. So heftig? Ja, bitte. Und nur gerührt, nicht gefüllt. Das habe ich bestellt aus München. Kam 2 Tage an. Und das andere Teil, was ich nochmal bestellt habe, das wird gleich sehen, was ich meine. Die kommen aus Witten. Ich jetzt? Ja, ich hätte es eigentlich kaufen können und direkt abholen können. Ich habe es schon mal gemacht. Ich habe es hier bestellt. Okay. Und dann bin ich hingegangen. Die haben mich 1 Stunde warten lassen dort. Okay. Ja, das muss erstmal ankommen. Dann müssen wir warten. Ich habe doch die Bescheinigung. Ich habe so bezahlt. Also könnt ihr da trotzdem rausgeben? Nee, wir müssen warten, bis die Bestellung ankommt. So kompliziert? Nee, ich habe da Gefühl, die haben da keinen Bock zu arbeiten. Das Teil hat 1 Woche gedauert, bis es kommt. Ist Wahnsinn. Nein, ne? Ja. Aus Witten hier. Aus Witten. Weißt du, die sind so weit entfernt, die hätten das rüberschmeißen können. Wahnsinn. Wir haben jetzt auch auf jeden Fall Luft und wir werden das jetzt einbauen. Aber was ich meine, wird ihr gleich sehen. Also, boah, ich freue mich schon. Mein Audi A6 ist schon auf der Bühne. Was mich stört bei diesem Audi A6 ist der hintere Teil. Achso, okay, let's go. Ah, funktioniert ja. Nee, Keyless Entry. Auf jeden Fall, dieser Diffuser, der gefällt mir nicht. Ist ja ein S-Line-Diffuser. Das ist Standard. Also jeder 3 Liter hat das. Ich glaube 2 Liter hat das nicht. Die haben Doppelauspuff hier, glaube ich. Nee, die haben 2 Liter, ist so, glaube ich. Wobei, ich weiß es gar nicht. Vielleicht hat 2 Liter auch schon Doppelauspuff. Okay. Egal, ob ihr ein BTD habt, egal was ihr habt, wenn es kein S6 ist oder ES6 ist, sind die Diffuser alle gleich. Also du magst das nicht? Nein, das mag ich gar nicht. Guck mal, ich habe hier schwarz genommen, weil ich habe mir ja was gedacht. Ah, und jetzt zeige ich das. Also auch dank euch, ich habe das gefunden. Ich habe sehr lange dafür gesucht. Das wird wie Gold gehandelt, das Ganze. Das glaubt ihr. Was ich besorgt habe, ein S6 Diffuser. In schwarz. VW will irgendwas mit 400 Euro haben. Okay. Plus Steuer, nur das. Und dann gibt es noch diese Leiste hier. Und diese Leiste kostet auch mit 200 noch was. Die ist dann nicht extra dabei? Nein, die ist nicht dabei. Die ist eigentlich Silber. Die wurde auch lackiert. Du siehst das auch. Das ist gebraucht, also nicht neu. Mhm. Weil das ja ein Vor-Facelift ist, gibt es die so gut wie gar nicht zu kriegen. Okay. Natürlich, wenn wir das jetzt so einbauen, Aidosch, haben wir natürlich ein Problem. Ja, ich sehe schon. Dann haben wir ja ein Auspuffrohr nur so. Ja, so ein kleines, ja. Und dann fehlt da noch was. Und da habe ich auch was besorgt. Und das hat 1 Woche gedauert. Schon. Oh mein Gott! Guck dir das an. Und dann 2 Stück davon, oder? Natürlich 2. Ist die auch teuer? Insgesamt für das Ganze jetzt 290 Euro bezahlt. Also das ist sehr schwer zu bekommen. Das ist das Problem. Was war diese Doppelauspuff-Enddinger-Rohre? Was hast du jetzt dafür bezahlt? 80 Euro. Für beide zusammen? Für beide zusammen. Okay. Ja, ja. Du weißt ja, die davor ich bestellen wollte, waren 200 Euro. Mhm. Aber das sind die gleichen. Ich sehe es jetzt schon ein bisschen vor mir so. Genau. Das sieht echt gut aussehen. Ich hoffe es. S6 habt ihr auch so. Ist das so? Ja. Es ist S6-Look. Das ist ja auch S6-Diffuser und das sind die Auspuffblenden. Imitate natürlich, nicht originale Auspuffrohre, aber ich finde das einfach nur geil. Und das werden wir natürlich einbauen. So, Ivo, kannst du den Wagen bitte einmal hochheben? Das heißt, hinten werden wir das Ganze umbauen. In Grey? Ja. Grey. Das heißt, wir werden jetzt den Diffuser erstmal ausbauen. Ja. Dann werden wir den anderen erstmal einbauen. Und dann schauen wir mit dem Auspuff, weil mit dem Auspuffrohren haben wir auch ein Problem. Ist mir da was Scheiße? Ja, ja, klar. Oh nein! Bei dem Auspuffrohren haben wir nur ein Problem. Wir haben hier aktiv Sound System. Oh. Normalerweise für aktiv Sound System ist das nicht geeignet, normalerweise. Ist das nicht? Nein! Das ist ja. Ach, das ist das Teil da drinnen? Ja. Das heißt, wir müssen dann echt versuchen, vorsichtig abzuschneiden, dass wir beides noch benutzen können. Was ist? Warum? Oh je! Ich weiß nicht, ich finde immer so, wenn was abgeflext wird, denke ich immer so, oh mein Gott! Den müssen wir jetzt so vorsichtig so rausholen. So. Nee, ich mach provisorisch dran. Nur so, dass man es erstmal sieht.
reicht schon, oder? So, jetzt nur schwarz. Ivo, kannst du den bitte mal runter machen? Ich will jetzt nur einmal gucken, ob der schwarze gut aussieht. Also, das sieht doch schon. Also, optisch sieht es schon mal gut aus. Lass doch so was. Alter. Du bist doch Doppel aus Professor gesagt. So sieht es aber leer aus, da fehlt was. Ja. Das ist so, als würdest du eine Wohnungstür aufmachen und da ist überhaupt kein Zimmer so. Runter, ganz runter, ganz runter. Das Schwarze mit dem Grauen, harmoniert das? Was ist da los? Soll ich die Wahrheit sagen? Ja. Mir gefällt das andere tatsächlich besser. Ja, ja, aber... Aber das ist ja Geschmackssache. Das ist ja, jeder mag was anderes. Vielleicht sieht das mit Auspuff nachher mit dem Doppelten besser aus. Natürlich. Ich fand das andere irgendwie schöner so. Jetzt auf den direkten Blick. Also ich bin ganz ehrlich. Ja, ist doch richtig so. Soll es ja auch sein. Aber das ist ja... Das Schwarze gefällt mir irgendwie nicht. Warum gefällt dir das Schwarze nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie nimmt dir so vom Auto was weg. Was soll er denn vom wegnehmen? Weiß ich nicht. So als wenn unten jetzt durch dieses Schwarze fehlt was. Auto. Also jetzt natürlich sieht es nicht gut aus, wegen diesem Auspuffrohr. Aber wenn wir diesen Doppelauspuff hier drauf klatschen, dann wird das eine komplette Geschichte werden. Glaub es mir. Diffuser drauf. Und jetzt werden wir die Auspuffblenden einbauen. Ja, natürlich bei dem Auspuffblenden, sollen die mehr raus oder sollen die mehr drinnen? Wir wollen ja die Auspuffblenden natürlich so einbauen. Ja? Das heißt, die Rohre müssen so schräg nach vorne, also so. Ich würde schon sagen, dass man das ein bisschen besser sehen sollte. Ne? Aber auch nicht zu viel, ne? Ja. So. Das ist Geschmackssache auch, das musst du dir angucken wahrscheinlich, so seitlich und so. Ja, gib mal bitte, mach mal alles fertig. Ich muss mal erstmal einmal punktieren. So, einmal. Jetzt für den nächsten. So, ich sehe jetzt hier einen glücklichen Mann. Ich glaube, es ist was geworden, oder? Safe. Also, es ist natürlich Geschmackssache. Der eine mag das, der eine mag das. Ich mag das. Und wenn du den von hinten so anschaust, das sieht geil aus. Komm, guck dir den von hinten an. Der ist auf einmal richtig bullig geworden. Nee, du musst näher dran gehen, Adosch, so dass man das richtig schön erkennt. Und ich finde das geil. Das sieht schon sehr schön aus mit dem Doppelaus. Ja. Finde ich gut. Aber wie gesagt, meine Meinung ist immer noch, es müsste unten auch grau sein. Ja, okay, guck mal. Ich werde den so erstmal lassen und dann werden wir das schauen. Wenn es mich irgendwann stören sollte, dann werde ich das auf jeden Fall auch grau. Aber dann grau matt. Stimmt. Hier ist grau matt und da haben wir auch schwarz. Und das Geile ist, wir haben ja auch die Leiste in der Mitte. Mhm. Dann können wir das schwarz lassen und dann lasse ich das einmal lackieren. Aber weißt du, was echt schlimm war? Diese Auspuffrohre genau mittig einzustellen und zu schweißen war sehr, sehr schwer, weil dieses Schwarze irritiert einen, dieses Hochglanz. Das irritiert, jetzt weiß ich auch, warum die matt sind. Ne? Damit man nicht irritiert ist. Alter, das war echt schlimm. Wir haben gedacht, ey, das ist alles super. Dann haben wir den runtergemacht, dann war der Auspuff so. Dann standst du dahinter, dann saßt du dahinter und einfach immer geguckt. Ja, ich habe ganze Zeit, also ehrlich, wir haben 50 Mal Bühne hoch, runter gemacht. Also Tuning ist schwer. Aber jetzt, geil. Ich habe den jetzt provisorisch gemacht. Jetzt müssen wir nur das Rohr einmal komplett schweißen. Und das werde ich einfach mit Blech zusammenschweißen. Fertig. Den Rest dann noch. Ja, ja. Erstmal nur, damit ich erstmal ein paar Tage Ruhe habe. Die Dinger sind auch fest, die gehen nicht ab. Auch echt richtig schön Mühe gegeben. Abstände haben wir richtig schön eingehalten. Die sehen alle gleich aus. Das sieht echt gut aus. Hm. Im Leben schwarz, Diffuser schwarz. So habe ich halt gedacht. Eilosch meint, das wirkt einfach, ja, er verschluckt irgendwie die Stoßstange, meint Eilosch. Dass die Stoßstange einfach nicht mehr bullig ist. Ja, das sieht jetzt so dünn aus oben rum, weißt du? Weil das untere fehlt mir jetzt irgendwie. Man sieht klar anhand der
Auspuffdingern, ne? Ja, mir fällt es jetzt nicht ein. Du weißt, was ich meine. Ja, ich würde mir das jetzt anschauen. Wenn es mir nicht gefallen sollte, werde ich das Ganze auf jeden Fall lackieren. Aber das ist das kleinste Problem. Aber dann bin ich mal echt mal gespannt, wie es lackiert dann aussieht. Ich weiß nicht, willst du das denn machen? Ja, kann ich doch, ist ja nicht schlimm. Dann Schwarz kann man ja immer wieder lackieren. Wenn es dir so gefällt? Nein, ich muss ja erst mal gucken, ne? Du hast ja gesehen, in der Halle sieht es anders aus, draußen sieht es anders aus. Aus. Genau, und dann musst du mal vielleicht waschen, ne? Das auch noch, das Ding war ja nicht sauber. Kriegt mein Geschmack eher. Weil wir haben hier 300 PS, 750 Newton und jetzt sehen die Auspuffrohre auch danach aus. Ne? Die sehen richtig geil aus. Du weißt ja, dass die neuen S6, Eidosch, S6, nicht mehr Benziner sind, sondern Diesel ist. Okay. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Es gibt kein S6 mehr Benziner. Sind alle Diesel geworden. Deswegen, wir passen uns eine Zeit an hier. Der hat jetzt S6-Look. Und ist Diesel. Und ist Diesel. So, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, und dann bin ich mal echt gespannt auf eure Meinung. Aber ich bin happy. Und das ist das Wichtigste. So, Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft. Bis dann noch rein. Ciao. Eidosch, Dankeschön. Bitteschön.